Hallo. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan und heute möchten wir euch mal wieder daran teilhaben lassen, wie es mit unserem Tiny House bzw. mit dem Gaskasten an unserem Tiny House vorangeht. Da hat sogar unser Tiny House Bauer etwas Kleines vorbereitet für uns und das wollen wir euch heute zeigen. Es gibt Neuigkeiten aus Detmold, wo unser Tiny House gerade steht. Wenn ihr noch nicht mitbekommen habt, wieso, weshalb, warum es gerade nicht bei uns ist, verlinken wir euch gerne das Video nochmal von unserem vorletzten Video, glaube ich. Wir hatten ja ganz zu Beginn unserer Tiny House Planung uns vorgestellt, dass ganz vorne auf der Deichsel unseres Hauses ein Technikkasten/Gaskasten installiert wird. Nun ist es aber so, dass wir ja die Küche auch vorne platzieren wollen. In unserem Grundriss ist das so geplant, dass eigentlich eine ziemlich große Last bereits vorne stattfinden wird. Einmal haben wir ja das Podest und die Küche. Ja, wir hatten deshalb uns umorientieren müssen und entschieden, dass wir das Gewicht mehr in die Mitte bzw. nach hinten verlagern und den Großteil der Technik im Innenraum des Hauses platzieren werden. Bis wir dann festgestellt haben, dass doch ein großer Teil des Innenraums dafür in Anspruch genommen werden muss. Und wir den natürlich eigentlich brauchen. Und deshalb stecken wir momentan mit unserem Tiny House Bauer noch in der Prüfung, ob man nicht ans Heck einen solchen Gaskasten anbringen kann im Nachhinein. Grundsätzlich ist es eigentlich immer vorteilhaft, etwas mehr Gewicht vorne an der Deichsel zu haben. Gerade wenn man das Haus bewegen will, ist es fürs Fahrverhalten viel besser, denn zu viel Gewicht hinten wäre gravierend. Bei uns ist es zum Glück ja so, dass wir vorne enorm viel haben, eigentlich schon zu viel, und wir eher davon profitieren, wenn hinten noch ein bisschen mehr Gewicht kommt. Und um dafür ein besseres Gefühl zu entwickeln, ob unser Ständerwerk das Ganze auch tragen kann, hat Brandon ein kleines Video vorbereitet und erzählt jetzt mal kurz, wie er bei so einer Berechnung überhaupt vorgehen würde. Hey Anja, hi Ilan. Wir modellieren jetzt die Propanbox in das Statikprogramm hinein. Das heißt, wir sehen jetzt im Moment hier von eurem Tragwerk den hinteren Teil. Das ist das Heck. Hier ist der Anhänger. Und da dran kommt die Propanbox. Die Propanbox kommt dann 40 cm raus, so wie in eurem SketchUp-Programm. So wie das dargestellt ist, modellieren wir das dann auch statisch. Wir setzen an der Unterkante des Fensters an, so wie in eurem Programm auch. Von der Unterkante des Fensters gehen wir bis zur Unterkante der Verbundelemente, sodass wir bis zur Unterkante der Fassade im Allgemeinen gehen. Wir fangen an, Knoten zu modellieren, dann kommen Nullstäbe rein, das sind im Grunde provisorische Stäbe, bevor wir die tatsächlichen Materialien mit den Querschnitten eintragen. Und wenn die ganze Geometrie von der Box steht, dann beginnen wir die Lasten umzumodellieren. Im Moment haben wir die ganzen Windlasten, die Schneelasten und so weiter nur auf den allgemeinen Korpus, also auf das Tragwerk, wie ihr es jetzt schon habt. Und jetzt soll ja nachträglich die Propanbox ran. Also muss das dann auch auf diese Box, die wir mit den Knoten, den provisorischen Stäben, den Querschnitten, den Materialien modelliert haben, eingewirkt werden. Da kommen dann also Wind- und Schneelasten und weiteres drauf. Wenn der Schritt getan ist, können wir das Ganze simulieren und bekommen dann eine Ansicht, die ähnlich ist wie die jetzt gerade, wo wir Farbverläufe sehen, die unterschiedliche Auslastungen darstellen. Und wenn wir das haben, dann gucken wir mal, ob wir mit der Propanbox so direkt umgehen können oder ob wir noch Stäbe verstärken müssen oder ähnliches. Das Ganze hat er dann jetzt gebaut und geguckt, wo sind die Auslastungen, wo haben wir welche Probleme. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Das kann ich mir vorstellen, können dann Ankerpunkte sein. Und die lege ich jetzt hier raus. Das waren 0,4 Meter in etwa, wie das in der X-Achse hervorkommt. Dasselbe mache ich hier unten. Und dann verbinde ich diese beiden Stäbe. Dann nehme ich mir einfach mal einen Nullstab. Einfach mal, um anzufangen, eine Linie zu zeichnen und die anderen Punkte herzustellen. Diese Auslastungen, die wir hier sehen, die stammen daher, dass Last auf die Propanbox wirkt. Diese Lasten, die auf die Propanbox wirken, werden weitergeleitet in das Tragwerk des normalen Hauses hinein. Und dort landet es dann zum Beispiel hier. Da ist eine hohe Auslastung, weil der Stab, dieser Stab hier, der wirkt da rein. Der Balken biegt sich weg und hat die Auslastung von über 100% bis zum Balken, in den die Kraft dann wieder einfließen kann. Und dieser Balken, in den die Kraft hineinfließt, der gibt die weiter in den nächsten Balken,
der wieder so lang ist, dass er gut beulen kann. Dieser kleine hier, der ist nämlich so klein, dass der nicht gut beulen kann. Außerdem ist er gelenkig ausgeführt. Der andere hier aber, der ist der Hauptträger, der kann gut beulen, weil er lang ist und der bekommt da die volle Last ab. Dasselbe sehen wir dann auf der anderen Seite wieder hier. Wenn wir auf das ursprüngliche Modell gucken, also ohne die Propanbox, dann sieht das Ganze viel besser aus. Also da haben wir fantastische Werte von 63%, 75%, also das ist total in Ordnung. Hier läuft alles gut. Und irgendwie müssen wir jetzt in den Griff bekommen, dass durch die Propanbox, die im Nachhinein gedacht ist und im Nachhinein an das Tragwerk angehangen sein soll, wie so eine Art Zusatzmodul, wie diese mit dem Tragwerk zusammen funktionieren kann, damit diese Auslastungen nicht mehr bestehen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können die Träger, die schon da sind, aufdoppeln. Wir können neue Träger einführen, die den Kraftfluss, wie er jetzt im Moment stattfindet, also eliminieren und eben einen neuen Kraftfluss in das Tragwerk reinbringen, den wir besser an den Anhänger ableiten können. Oder aber wir ändern die Form der Propanbox selber, sodass die Kraft dort, wo die Propanbox sie im Moment einleitet, nicht mehr eingeleitet wird und an anderen Stellen eingeleitet wird, wo es günstiger ist. Darüber machen wir uns Gedanken und kommen dann eine zweite Runde an die Bearbeitung dieses Modells. Sehr, sehr spannend, aber auch mega komplex, ne? Ja. Also wir hatten ja schon einige solcher Telefonate mit ihm, wo er uns auch erklärt hat, wie die Auslastungen bei unserem Ständerwerk aussehen, welche Schneelast beispielsweise dort gerade bemessen wird und warum er so vorgeht. Ja, es ist einfach ein Schritt, den wir froh waren oder froh sind, gegangen zu sein. Ja, bei den Themen konnte man eben auch genau dann diskutieren, wo wollen wir überhaupt stehen, welche Windlast kommt auf uns zu oder welche Schneelast muss das Haus tragen. Das Ganze hat dann ja wiederum Auswirkungen auf das Gewicht des Hauses selbst. Und wir sind echt über Monate immer wieder durch diesen Prozess und jetzt gerade auch bei dem Gaskasten ist es mal wieder dieselbe Herangehensweise und mal wieder genauso wichtig, weil man oder weil ich auch oder wir vorher gedacht haben, Mensch, so ein kleiner Anhang hinten, der wird ja keine negativen Auswirkungen auf das Haus haben. Der wird ja im Prinzip nur hinten dran gebaut. Ja, na gut, aber es ist auch nicht zu unterschätzen, welche Lasten herrschen, wenn das Haus bewegt wird. Wenn wir jetzt beispielsweise losfahren oder bremsen, allein die Situation, müssen, ne? Ja. Wo wird die, man sieht es ja jetzt auch, wo wird die Last wie abgetragen? Und gerade wenn man rollt oder auf Rädern steht mit einem solchen Haus, sollte man, denken wir, das auf jeden Fall zumindest schon mal gesehen haben. Wenn ihr das spannend findet, auch in Zukunft immer mal wieder so ein kleines Update zu bekommen oder ihr noch Fragen zu bestimmten anderen Themen habt, die vielleicht ein bisschen techy sind, wo wir unseren Tiny House Bauer nochmal fragen können, ob er da das Ganze nochmal von sich aus erklären kann, dann hinterlasst das gerne in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal. Achso, gebt uns einen Daumen nach oben. Und bis nächste Woche. Ciao.